Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im neuen Kalenderjahr bei Hannover 96. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der HDE-Arena mit unserem Sportdirektor Dirk Duffner und mit unserem neuen Cheftrainer Taifun Korkut. Ein ganz herzliches Willkommen. Wir haben Sie in den vergangenen Tagen sehr intensiv beschäftigt. Es ging bei uns im alten Kalenderjahr relativ lang. Wir haben mit Ihnen viele Gespräche, viele Telefonate geführt. Den einen oder anderen Kollegen haben wir, glaube ich, sogar im Urlaub erwischt. Manchmal war es ein Gespräch auf der Skipiste. Vielen Dank für Ihre Geduld, vielen Dank für Ihre Kooperation in den vergangenen Tagen. Wir freuen uns außerordentlich, Ihnen heute im Rahmen dieser Pressekonferenz Taifun Korkut als neuen Cheftrainer von Hannover 96 vorzustellen. Er hat am Silvestertag seinen Vertrag unterschrieben. Ja, ich darf vielleicht direkt Dirk Duffner zum Beginn unserer PK bitten, noch mal ein bisschen zu erläutern, wie ist die Idee entstanden, was hat letztlich den Ausschlag gegeben, Dirk, Taifun Korkut als neuen Cheftrainer von 96 zu verpflichten. Dankeschön, begrüße euch alle. Habe sowas in Hannover auch noch nicht erleben dürfen, so ein großes Interesse, aber das spricht natürlich auch dafür, was wir heute hier vorhaben, nämlich den neuen Cheftrainer von Hannover 96 vorzustellen, Taifun Korkut, auf den ich mich sehr, sehr freue. Aber bevor ich auf Taifun eingehen möchte, möchte ich sehr gerne noch ein Wort zu Mirko Slomka verlieren, der hier 4 Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, der Erfolge gefeiert hat und wobei wir es bei dieser Entscheidung uns auch nicht einfach gemacht haben. Ich denke, das konnte man sehen. Mirko Slomka ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber manchmal ist es im Fußball eben so, dass auch die Qualität eines Trainers uns Verantwortliche davon nicht freispricht, trotzdem reagieren zu müssen. Es ist uns bewusst, dass demnächst ein anderer Verein mit Mirko Slomka einen sehr guten Trainer bekommen wird. Und das ist Fußball. Und wir wünschen Mirko wirklich von Herzen alles Gute. Ich persönlich, der Verein Hannover 96 und wirklich nur das Beste. Und dass er bald einen sehr guten neuen Verein bekommt, das hätte er sich verdient. Und jetzt kommen wir zum Hauptakt dieses Tages, unser neuer Cheftrainer, Taifun Korkut. Wir haben uns in relativ kurzer Zeit klar für diese Konstellation entschieden, weil es im Gesamtpaket uns komplett überzeugt hat. Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt. Was wollen wir haben? Bedingt durch die Situation, wir sind momentan in einer sportlich schwierigen Situation, wollen aber gleichzeitig auch perspektivisch für den Verein denken. Und diese Kombination wollten wir finden. Wir wollten einen jungen Trainer, einen ehrgeizigen Trainer, einen kompetenten Trainer, einen fleißigen Trainer, einen eloquenten Trainer. Ich könnte diese Vokabeln noch fortführen, will es aber dabei belassen. Und in Taifun Korkut haben wir einen Trainer gefunden, der all das aus unserer Sicht mit sich bringt. Es ist eine Chance für einen jungen Trainer, aber alle jungen Trainer, die wir momentan in der Liga haben und die für Furore sorgen, haben diese Chance auch bekommen. Und uns war es ausgesprochen wichtig, dass wir, wenn wir von einer Person derart überzeugt sind, wie wir von Taifun Korkut, dass wir eben genau diese Chance ihm auch geben wollen. Und wir haben ein ganz, ganz hohes Maß an Gewissheit, dass er diese Chance nutzen wird, weil er ein ganz hervorragender Trainer ist, ein Mensch, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten kann, mit dem man auch Spaß haben kann, der mit einer Mannschaft sehr, sehr gut umgehen kann. Taifun war als Spieler sehr, sehr erfolgreich, hatte tolle Trainer, von denen er lernen konnte, hat einen ganz klaren Weg beschritten, wie er seine Karriere geplant hat. Einen ganz klaren, guten Aufbau, wo Sinn und Verstand dahinter steckt. Und dementsprechend ist das hier der logische Schritt. Und wir freuen uns sehr, dass Taifun Korkut unser neuer Cheftrainer ist. Und ich will Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen, weil es geht schließlich um den neuen Cheftrainer. Und ich übergebe zunächst mal das kurze Wort an unseren Pressesprecher, der es dann weitergibt. Dirk, ganz herzlichen Dank. Ja, Taifun Korkut hat am Silvestertag, also am vergangenen Dienstag, einen Vertrag
unterschrieben bis zum 30. Juni 2016. Ein sehr enger Zeitpunkt, Taifun, in diesen Tagen. Es ist viel los, Vertrag unterschrieben, das habe ich angedeutet. Heute diese doch sehr aufsehenerregende Vorstellung, diese große Pressekonferenz. Sonntag dann der wesentliche Termin, der Trainingsauftakt unserer Mannschaft. Lass uns ein bisschen teilhaben und vor allen Dingen auch die Kolleginnen und Kollegen an deinen Gedanken. Ja, wie erlebst du es in diesen Tagen und vor allen Dingen, wie gehst du diese neue Aufgabe an? Zunächst einmal möchte ich alle, die hier im Raum sind, begrüßen, ein gutes neues Jahr wünschen und natürlich auch allen Anhängern von 96. Ja, nach so viel Lob, Dirk, ist es natürlich nicht ganz so einfach jetzt für mich. Also ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass ich mich sehr, sehr gut vorbereitet habe, auch in den letzten Jahren. Ich hatte tolle Gespräche, auch mit Dirk und natürlich auch mit dem Herr Kind. Und kann es eigentlich nicht abwarten, dass es am Sonntag losgeht. Wie gesagt, freue mich sehr auf Hannover, freue mich auf die Bundesliga und denke, ich habe eine tolle Entscheidung, eine tolle Chance für mich und hoffe, dass es dann am Sonntag richtig gut losgeht. Du, ganz kleinen Moment bitte, du hast den Trainingsauftakt angesprochen. Am Sonntag um 14 Uhr geht es dann los mit der ersten Trainingseinheit. Wir wollen jetzt in aller Ruhe, aber in aller Gewissheit einsteigen in die offene Fragerunde. Sie haben Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden an Taifun Korkut und natürlich auch an unseren Sportdirektor, an Dirk Dufner, wie immer, mit der Bitte um kurzes Handzeichen. Und wir würden mit Ihnen beginnen. Ja, ganz kleinen Moment. Weil die türkische Journalisten wollen türkische O-Töne aufnehmen. Ein paar türkische Sätze würden wir von ihm hören. Ich hätte da eine Gegenfrage. Können Sie Deutsch? Also dann würde ich es bevorzugen, damit auch alle hier drin die Sprache, die deutsche Sprache kennen auch alle und ich denke, es wäre einfacher, wenn Sie mich auf Deutsch fragen und ich antworte auf Deutsch, dann passt es, dann sind alle zufrieden und dann können wir das zügig alles machen. Ich sage, wir arbeiten bei der Weltkonferenzung in der türkischen Reaktion, wir machen türkische Sendung, wir können alle Deutsch, aber ist unsere Sendung ist türkisch, wir legen Wert darauf, türkisch ist in dieser Pressekonferenz bevorzuge ich es ganz klar jetzt auf Deutsch, auch die Fragen zu bekommen und auch zu beantworten. Und in den nächsten Tag können wir uns da drüber unterhalten. Andreas Willicke von der Neuen Presse. Ganz kleinen Moment Geduld bitte. Dirk Köster ist auch im neuen Jahr schnell und zuverlässig unterwegs und bringt dir das Mikrofon. Der Manager hat es eben angesprochen. Sie hatten viele bekannte Trainer als Spieler und haben auch bei einigen danach noch hospitiert. Haben Sie denn so ein Vorbild oder ein Ideal, wie Sie arbeiten möchten? Gibt es da einen besonderen? Ja, einen vielleicht nicht, sind mehrere. Da ich das große Glück hatte, wirklich mit tollen Leuten, mit tollen Trainern zu arbeiten, angefangen natürlich mit dem Herr Löw, Vicente del Bosque, dann natürlich Carlos Alberto Parreira, Clemente. Also da waren viele, viele dabei. Ich hatte, wie gesagt, großes Glück, dass ich diese tollen Trainer erlebt habe. Und man nimmt eigentlich von all diesen Trainern ein bisschen was mit, was einem gefällt, was man für wichtig hält. Und was noch viel, viel wichtiger ist für mich, ist, dass ich den Kontakt weiterhin noch habe zu diesen Trainern und einfach dann auch noch immer noch weiter mich weiterentwickeln kann und dann auch von diesen Trainern noch viele, viele Sachen lernen kann. Nächste Frage kommt dort drüben in der dritten Reihe von Frank Hellmann. Herr Korkut, da würde ich gleich mal gerne anschließen. Man hat ja viel von Ihnen lesen können, auch wenn man sich alte Interviews noch mal rausgesucht hat. Mir ist aufgefallen, so eine Beschreibung, die berichtet von türkischen Emotionen, deutscher Sachlichkeit und spanischer Fußballlehre. Das alles würde sich in Ihnen vereinen. Können Sie zu den einzelnen Punkten noch mal was sagen? Und es ist auch eine Beschreibung, die zutrifft, wenn Sie sich vielleicht selbst als Trainertyp charakterisieren sollen. Ja, ich hatte natürlich auch durch meine Karriere die Möglichkeit, jetzt in verschiedenen Ländern zu leben, vor allem auch zu leben, auch Fußball zu spielen dort und auch das Land und die Fußballkultur auch ein bisschen kennenzulernen. Und ich glaube, da gibt es schon, da kann man schon auch so eine Kombination sich zusammenbauen, wo man sich so Teile rausnehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass ich viele, viele Sachen hier in Deutschland gelernt habe, weil ich einfach auch hier aufgewachsen bin. Dann aber auch Emotionen in der Türkei kennengelernt haben, da es einfach ein Land ist, was von vielen, vielen Emotionen lebt. Und dann natürlich auch gerade dieses Spielerische, diese Pausen, die der spanische Fußball hat, mit einfließen lassen würde gerne in meine Arbeit, meine Ideen, die ich in meinem Kopf habe. Aber wie gesagt, das sind alles Vorstellungen. Man muss natürlich auch schauen,
Wie sind die Eigenschaften der Spieler? Was ist in kurzer Zeit möglich? Also gibt es viele, viele offene Fragen. Wichtig ist, dass ich jetzt erstmal Hannover 96 sehr, sehr gut kennenlerne, die Mannschaft gut kennenlerne, die Mannschaft mich kennenlernt und wir dann gemeinsam den richtigen Weg finden. Aber mit Sicherheit haben diese Eindrücke, das Leben in diesen Ländern mich geprägt, nicht nur als Mensch, sondern auch als Trainer. Weiter geht's dann mit Michael Augustin vom NDR Hörfunk. Muss er da hinten? Okay. Ganz kleinen Moment, er kriegt das Mikrofon. Okay. Ja. Ja, wie gut kennen Sie Hannover 96, die aktuelle Mannschaft? Und Anschlussfrage, gibt es einen Spieler, der Ihnen besonders gut gefällt aus dem aktuellen Team? Ich bin sehr viel auch in der Bundesliga unterwegs gewesen in den letzten 2 Jahren, einfach durch meine Tätigkeit in der Nationalmannschaft. Habe natürlich auch viele Spieler beobachten müssen, also generell die Bundesliga kenne ich eigentlich ganz gut. Natürlich auch Hannover gesehen, habe natürlich jetzt in den letzten Tagen viele, viele Videos mir angeschaut. War in Freiburg, habe mir das Spiel in Freiburg angeschaut. Ich habe jetzt viele, viele Infos erhalten, habe auch sehr gute Gespräche gehabt mit dem Dirk und habe da auch viele Infos bekommen. Von daher, glaube ich, haben wir das Maximale rausgeholt, was ich an Informationen holen konnte. Und jetzt geht es daran, diese Zeit jetzt bis zum 25. gut zu nutzen, diese Vorbereitung, um dann nochmal auch sich so einen persönlichen Eindruck von der Mannschaft zu machen, so ein Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Und dann einfach loszulegen und viel zu arbeiten und versuchen, die Ideen, die in meinem Kopf sind, der Mannschaft rüberzubringen. Von hier aus im großen Pulk in der Mitte sitzt Thomas Hiete vom Kicker Sportmagazin. Herr Korkut, Sie sagten, Sie haben das Spiel in Freiburg gesehen. Waren Sie dort als potenzieller Co-Trainer, als möglicher neuer Trainer, rein zufällig? Wie kam das? Also wir hatten dort ein Gespräch als potenzieller Co-Trainer und ich habe dann dieses Spiel auch gesehen. Wie gesagt, ich habe mich auch davor schon mit der Mannschaft befasst, da der Kontakt auch schon ein bisschen früher zustande kam. Und dann von dort wieder nach Spanien zu meiner Familie geflogen und den Rest haben Sie ja selber auch jetzt mitverfolgen können, wie sich das alles entwickelt hat. Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Herr Korkut, erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, auf Türkisch heißt das Hoş geldiniz. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Wo werden Sie jetzt ansetzen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, um 96 doch aus der Krise rauszuholen, die der Verein hat nach dem Abstieg auf Platz 13? Also Krise klingt immer so negativ. Ich weiß nicht, ob Krise so eine die richtige Aussage ist, ehrlich gesagt. Mit Sicherheit hat die Mannschaft in den Heimspielen keine Krise, weil wenn man 18 Punkte holt, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Dass es jetzt auswärts nicht zu viel gereicht hat in der Vorrunde, das ist okay. Wie gesagt, ich muss die Mannschaft auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen, ich muss die Spieler kennenlernen und dann werden wir natürlich auch Ansätze finden, wo wir schauen müssen, dass wir die Mannschaft stabiler machen und vor allem auch dann auswärts auch stabiler machen und schauen, dass wir in der Rückrunde die Punkte, die wir in der Vorrunde zu Hause geholt haben, wieder einfahren und aber dann auch auswärts einfach erfolgreicher Fußball spielen. Aber grundsätzlich gilt da für mich, wenn man keinen guten Fußball spielt, kann man auch keine Punkte holen. Also im Endeffekt ist es wirklich so, es geht nur übers gute Spiel, weil dann ist einfach die Möglichkeit größer, dass man erfolgreich diese Spiele auch dann beendet. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Wortmeldungen, viele Fragen, bitte um etwas Geduld. Wir versuchen das alles jetzt nacheinander abzuarbeiten und sind dann bei Oliver Laffin vom NDR Fernsehen. Ja, Herr Korkut, auch von mir herzlich willkommen hier in Hannover. Mussten Sie eigentlich lange überlegen, nachdem die Anfrage kam? Ist ja doch eine reizvolle Aufgabe, in der Bundesliga zu trainieren. Frage 1 und Anschlussfrage. Sie haben gerade von Ihren Plänen gesprochen, die Sie im Kopf haben. Haben Sie schon ein Konzept für die Mannschaft konkret? Wie sieht das aus? Wo wollen Sie die Mannschaft hinbekommen? Also erstmal zu Ihrer zweiten Frage. Ich habe natürlich eine Idee vom Fußball. Die haben alle Trainer. Man muss natürlich schauen, was kann man auf die Schnelle umsetzen. Und ich weiß nicht, ob es immer das Richtige ist, jetzt bevor man irgendwie angefangen hat zu arbeiten, da große Ankündigungen zu machen. Man muss die Mannschaft kennenlernen. Die Mannschaft muss mich kennenlernen. Ich muss schauen, was für ein Gefühl ist da. Aber ich habe so ein bisschen Prinzipien, die für mich unheimlich wichtig sind für eine Mannschaft. Und das ist einfach, ich möchte eine mutige Mannschaft haben. Ich möchte eine zielstrebige Mannschaft haben. Ich möchte eine Mannschaft haben, die agiert
und nicht reagiert. Und ich möchte vor allem, was mir ganz, ganz wichtig ist, eine Solidarität auf dem Platz sehen in der Mannschaft. Und das sind eigentlich so Sachen, wenn wir das hinbekommen, und da meine ich auch nur, nicht nur mit dem Ball, auch ohne den Ball, also das gesamte Spiel, wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, dann haben wir eine gute Möglichkeit, was hier aufzubauen. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel. Die erste Frage, wie war die nochmal? Ob sie lange überlegen muss. Ich glaube nicht, dass ich da lange überlegen muss. Also, Sie haben ja meine Vita, denke ich mal, gesehen. Es ist einfach so, dass ich, als ich mit dem Fußball aufgehört habe, auch geschaut habe, wie plane ich das. Es ist schon ein bisschen geplant. Also, das ist nicht irgendwie so einfach, diese Schritte, die ich gemacht habe. Habe bei tollen Vereinen gearbeitet, auch in der Jugend. Und habe da auch viele Eindrücke gesammelt. Also, es ist alles gut geplant gewesen von meiner Seite. Und das ist jetzt einfach der nächste Schritt für mich. Und deswegen ist es nichts allzu Außergewöhnliches für mich. Und es war eigentlich relativ schnell die Entscheidung, weil man muss auch die Chancen im Leben nutzen. Und die werde ich mit Sicherheit jetzt mit aller Gewalt versuchen zu nutzen. Recht lange gewartet hat jetzt Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Ist jetzt dran mit seiner Frage. Willkommen, Herr Korkut. Eine Frage, die jetzt neben dem Fußball verläuft. Ihr, seit Ihr Name bekannt ist, gab es die unterschiedlichsten Reaktionen in Hannover. Das ging von Begeisterung, mutige Entscheidung und endlich ein junger Trainer, der den Spielern Feuer macht, bis hin zu ausländerfeindlichen Parolen im Internet. Wie begegnen Sie den Menschen in Hannover, wenn Sie jetzt hierher kommen und gerade diese beiden Extremen, und hier ist ja auch eine Menge los, diese Extreme halt bemerken? Also zu den ganzen Äußerungen. Also ich bin kein großer Fan von diesen ganzen Twitter und Facebook. Ich weiß nicht, was da ganz genau. Also ich habe da auch überhaupt nicht keine Zeit gehabt. Ich habe so viel zu tun gehabt die letzten Tage mit dem Dirk zusammen. Und da ist so viel in Planung. Und wie machen wir das? Also wir haben ja auch nicht viel Zeit bis Sonntag. Von daher ist das für mich kein Thema gewesen. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Und so werde ich die ganze Sache auch angehen. Ich hoffe, dass die Menschen mir auch eine gewisse Offenheit entgegenbringen. Und ich sehe dann überhaupt kein Problem. Ich kann viele Sachen auch einfach nicht beeinflussen. Meine Herkunft steht, das wissen wir alle. Aber ich weiß auch, dass ich sehr international bin. Ich bin in verschiedenen Ländern rumgekommen. Habe natürlich auch eine spanische Frau. Ich habe meine Kinder sind in Spanien geboren. Also ich bin wild durcheinander gemixt und von daher kein Problem. Dann kommt die nächste Frage von Jochen Zwingmann hier vorne aus der ersten Reihe. Ja, Sie haben ja die Auswärtsschwäche dieser Mannschaft schon angesprochen. Haben Sie irgendwie ein Patentrezept für sowas, wenn man auswärts auch Punkte holen muss, die ja eigentlich zum Überleben der Bundesliga dann auch notwendig sind? Oder muss man da erstmal psychologisch vorgehen, woran das liegt? Ja, zunächst einmal müssen wir richtig gut analysieren. Und das ist ja auch unter meiner Verantwortung, also wenn es klar. Und das wird jetzt erstmal die erste Sache sein, die ich angehen werde. Genau analysieren, was und warum das alles passiert ist, warum die Punkte dort nicht eingefahren worden sind und zu Hause ja. Und dann werden wir da mit Sicherheit eine Lösung finden. Wie gesagt, alles wird besprochen, wird intern geplant. Und dann denke ich, dass wir in der Rückrunde da mit Sicherheit besser aussehen werden. Stefan Hox von Radio 21. Herr Dufner, vielleicht eine Frage an Sie mal. Es kam ja eben schon so ein bisschen durch, dass er auch schon mal so ein bisschen im Fokus gestanden hat. Es gibt ja nun durchaus auch kritische Stimmen. Hier hinten in der Ecke bin ich. Okay. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Ich würde mal einfach nachfragen wollen, was Sie Kritikern sagen, die ja mitunter auch vorhanden sind, die sagen, so viel Neustart steckt gar nicht drin in der Personalentscheidung, weil er eben schon mal als Co-Trainer möglicherweise im Fokus gestanden hat und weil er, ja, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, mit Harun Aslan auch noch den gleichen Berater hat wie Mirko Slomka. Also so viel Neustart steckt nicht drin bei einem Trainer, der komplett neu ist, ist natürlich eine eigenwillige Fragestellung. Es ist natürlich komplett neu, es ist richtig, dass wir über Taifun Korkut in der Vergangenheit auch schon mal als Co-Trainer nachgedacht haben. So habe ich ihn kennengelernt in diesen Gesprächen, wo er unglaublich überzeugend war und wo ich mich dann selbstverständlich auch
überall, wo er schon war, im In- und Ausland informiert habe und nur extrem positive Rückmeldungen bekommen habe, immer auch mit einem kleinen Wink, eigentlich ist das ein Cheftrainer. Und daran habe ich mich dann eben auch erinnert, als wir einen Cheftrainer gesucht haben und weil diese Gespräche unglaublich überzeugend waren und er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, mit den Informationen, die man überall über ihn bekommen hat, habe ich mir gesagt, mit dem will ich mich unbedingt nochmal zusammensetzen und über alles sprechen. Und das haben wir dann auch getan. Und dieses positive Gefühl, das ich hatte, das hat sich dann verfestigt in eine Erkenntnis, dass das der neue Cheftrainer für Hannover 96 sein könnte. Und in wenigen Gesprächen mehr kam die Erkenntnis, das müsste der neue Cheftrainer für Hannover 96 sein. Dass Tayfun Korkut jetzt zufälligerweise, wie Sie angesprochen haben, auch noch bei Harun Aslan ist, hat mit dieser Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Und ich will an dieser Stelle auch mal diese Gerüchte, mit denen ich auch konfrontiert war, als ich vor sechs, sieben, acht Monaten, ich habe es gar nicht gezählt, hier angefangen habe, an denen ist ja überhaupt nichts dran. Es wurde hier noch niemals irgendeine Entscheidung getroffen, weder von einem Trainer noch von uns, die von Harun Aslan beeinflusst war. Und ich finde es im Gegensatz gar nicht so schlecht, wenn man einen Berater hat, der aus Hannover kommt, der ein riesiges Interesse hat, dass es diesem Verein hier gut geht und dass man mit so einem Berater gut zusammenarbeitet. Also dieses Negative und diese Gerüchte, die da immer entstehen, die kann ich null teilen, weil ich die Wahrheit kenne. Und die Entscheidung für den Tayfun hat mit Harun Aslan überhaupt nichts zu tun, außer dass am Ende der Harun ihn seit ganz, ganz vielen Jahren begleitet. Und ansonsten ist das eine Geschichte, die wirklich vielleicht medial gut zu gebrauchen ist, aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. In der letzten Reihe sitzt Philipp Detlefs von Radio Leineherz. Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Korkut. Mich würde interessieren, die Zielsetzung für diese Saison ist ja korrigiert worden. Überall war von etwa Platz 10 zu lesen. Inwieweit schielen Sie vielleicht doch noch ein bisschen höher, auch wenn ich sehe, Sie schielen eigentlich nicht, aber vielleicht auch noch auf einen Europa-League-Platz? Zielsetzungen, ja. Ich glaube, die Mannschaft hatte in den letzten Jahren super viel Erfolg. Auch unter Mirko Slomka lief es richtig, richtig gut. Dadurch natürlich ist eine gewisse Erwartungshaltung auch da. In der Stadt, bei den Fans, das ist ganz normal. Dass wir jetzt im Moment mit 18 Punkten in der Tabelle nicht jetzt oben dran sind, das ist auch ganz klar. Aber ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken mache, wo das Ganze enden kann. Ich muss auf den Weg gehen mit der Mannschaft. Und dann werden wir schauen von Spiel zu Spiel, wo es dann am Ende hingeht. Also als Grundziel setze ich mir auf jeden Fall eine ruhige Saison zu spielen, dass wir keine Probleme bekommen. Und wenn es dann nach oben gehen kann, warum nicht? Fans begeistern, die Mannschaft muss leben. Wir müssen wieder auch unsere Fans mit auf die Reise nehmen, auf den Platz. Und das ist alles ganz, ganz wichtig für mich. Und das sind eigentlich so ein bisschen die Zielsetzungen. Dann haben wir zwei Fragen von zwei türkischen Kollegen. Wir beginnen mit dem Kollegen in dem violetten Pullover. Türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı, ich hätte die Frage, wollen Sie neue Spieler verpflichten? Haben Sie da jemanden schon im Blick? Dirk, haben wir jemanden im Blick? Ja. Antwortest du? Ja, Sie wissen ja, wir geben Verpflichtungen dann erst bekannt, wenn wir es unterschrieben haben und damit werden wir heute auch nicht brechen. Ich hoffe auch, dass die türkischen Kollegen uns das nicht übel nehmen, das versuchen wir immer so zu handhaben. Aber wir haben jemanden im Blick. Aber wir haben einen neuen Cheftrainer und die letzte Entscheidung hat immer der Trainer. Mein Name ist Rıza Almalı, ich arbeite beim Westdeutschen Rundfunk in der türkischen Redaktion. Meine Frage an Korkut. Herr Korkut, Sie hatten ja auch als Co-Trainer bei der türkischen Nationalmannschaft gearbeitet und Sie haben aber öfters mal bei Interviews zum Ausdruck gebracht, dass Sie eine Vereinsmannschaft trainieren wollten. Sie hätten in Spanien eine Mannschaft trainieren können, Sie hätten in der Türkei auch jede Menge Angebote bekommen können oder haben Sie bekommen. Warum haben Sie sich für Deutschland entschieden? Zunächst einmal fühle ich mich sehr, sehr wohl. Also ich habe auch Wurzeln in Deutschland. Ich bin hier aufgewachsen. Von daher ist es jetzt nicht irgendwie ein fremdes Land für mich. Ich habe hier schon mal gearbeitet. Ich weiß viele deutsche Tugenden zu schätzen und natürlich auch der Reiz der Bundesliga. Das ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt für mich gewesen immer.
Und dann auch nach der Anfrage, die ich bekommen habe, von einem guten Verein der Bundesliga, da braucht man nicht lange zu überlegen und noch nachzudenken, ob man vielleicht noch in Spanien oder vielleicht noch in der Türkei arbeiten kann. Ich brauche einen guten Einstieg und ich habe hier gespürt, dass Vertrauen da ist von der Vereinsseite und das ist für mich unheimlich wichtig gewesen. Und dass es jetzt natürlich die Bundesliga ist, ist natürlich auch toll. Deswegen passt das alles eigentlich gut zusammen. Nächste Frage kommt dann von Tobias Manske von der Bild-Zeitung. Der Kollege sitzt in der zweiten Reihe. Herr Korkut, auch von mir herzlich willkommen zu Hannover. Was kennen Sie von der Stadt? Was wissen Sie über die Stadt? Konnten Sie sich schon irgendwas angucken? Und zweite Frage, wann und wie kommt Ihre Familie nach? Ja, also die Stadt, natürlich kenne ich sie jetzt nicht sehr, sehr gut. Ich habe da vorhin in San Sebastian viele Jahre gelebt. Ist auch keine ganz so große Stadt, sogar noch ein Stückchen kleiner wie Hannover. Ich denke, ich werde schnell die Stadt kennenlernen. Ich war ein paar Mal da, habe die Stadt besucht, war auch ein paar Mal schon im Stadion vor einigen Jahren. Also von daher ist es jetzt nicht irgendwie was ganz Neues. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit haben werde, ehrlich gesagt, in den nächsten Wochen. Deswegen, da muss man mal schauen. Wichtig ist jetzt im Moment meine Arbeit, die Mannschaft. Und für das andere wird mit Sicherheit auch noch die Zeit kommen. Ansonsten, meine Familie lebt im Moment in Istanbul. Also ich habe 3 Kinder. Und ich werde natürlich jetzt am Anfang schauen, dass meine Familie jetzt nicht gleich hierher kommt. Ich muss mich auf den Job konzentrieren. Und aber ich denke, dass in den nächsten 2-3 Monaten dann der Wechsel auch von meiner Familie hier nach Hannover stattfinden wird. Ich bitte Sie jetzt um Verständnis, dass ich keine weiteren Wortmeldungen zusätzlich berücksichtigen kann, aber ich habe eine sehr lange Liste, die wir jetzt noch abarbeiten und auf dieser Liste steht jetzt ganz oben Frank Hellmann. Bei Ihnen ist auch im Zusammenhang immer dieser goldene Trainerjahrgang 2011 gefallen. Es gibt ja mit Markus Gisdol einen in Hoffenheim, dann gibt es Markus Weinzierl in Augsburg, mit dem Lewandowski und Wiesinger hätte es sogar noch weitere gegeben, es hätten jetzt mit Ihnen 6 sein können. Ja. Haben Sie Kontakt mit denen noch gehabt? Haben Sie sich da mal erkundigt? Und haben Sie sich auch vor geraumer Zeit vielleicht auch gedacht, was die können, das kann ich eigentlich auch? Ich glaube, alle Trainer, die zum Fußballlehrer gehen, die haben natürlich das Ziel, irgendwann mal Profitrainer zu werden in der Bundesliga. Also man redet hier von Zielen, von Träumen, von Wünschen. Von daher, ich habe jetzt mit keinem von denen direkt jetzt Kontakt gehabt, aber ich habe viele, viele, viele nette SMS bekommen. Von daher, der Kontakt über die SMS jetzt durch den Wechsel jetzt hier nach Hannover. Ich kenne viele von ihnen, ich weiß, wie sie ticken. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil, dass ich weiß, was in den Köpfen vorgeht. Wir waren 11 Monate zusammen, wie gesagt, deshalb ist es nicht ganz so das Unbekannte für mich, die Bundesliga. Und da ich auch zu der Zeit noch mal mit der Nationalmannschaft auch viel unterwegs war, wegen unseren Nationalspielern, glaube ich, dass ich da eigentlich ganz gut vorbereitet bin. Peter Hübner, Deutsche Presseagentur, in der dritten Reihe. Das Mikrofon kommt zu Ihnen, Herr Hübner. Okay. Herr Korkut, haben Sie sich schon entschieden, wer Ihr Co-Trainer werden soll? Und planen Sie mit 1 oder 2 Co-Trainern oder vielleicht sogar noch mehreren? Also ich habe klare Vorstellungen darüber. Habe die auch an den Dirk weitergegeben und ich glaube, vielleicht kann er die Frage auch beantworten, wie der Stand der Dinge ist, aber die Vorstellungen stehen. Kann das bestätigen, er hat klare Vorstellungen. Wir hatten jetzt natürlich noch nicht so viel Zeit. Wir sind mittendrin, das abzuarbeiten und umzusetzen und das Ziel ist, dass wir zum Trainingsbeginn am 5. idealerweise das gesamte Team zusammen haben und da werden wir und haben intensiv dran gearbeitet. Andreas Willecke, Neue Presse. Ja, mich interessiert noch, wie Sie jetzt die nächsten Tage bis zum Trainingsauftakt nutzen. Was werden Sie jetzt die nächsten Tage anstellen? Ja, ich werde hier rauslaufen und dann geht es weiter. Planungen, viele, viele Informationen sammeln und auch viele Gespräche führen mit meinen Mitarbeitern und einfach auch so ein Gefühl für die Arbeitsweise hier zu bekommen. Habe mir gestern natürlich schon auch alles hier angeschaut, das ganze Trainingsgelände. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Von daher, also es wartet viel Arbeit. Und ich habe aber sehr, sehr gute Unterstützung hier vom Verein jetzt auch jetzt schon bekommen. Und kein Problem alles. Michael Augustin nochmal in der Erhöfung. Ja,
Meine Frage an Herrn Dufner. Vorhin kam ja schon die Frage nach den Reaktionen im Internet. Sie sind ja auch, genauso wie Präsident Martin Kind, ziemlich scharf kritisiert worden in Fanforen nach dem Trainerwechsel von Mirko Slomka zu Herrn Korkut. Haben Sie das wahrgenommen? Und wenn ja, wie kommentieren Sie das? Also ich habe es aufgrund des Arbeitsaufwandes der letzten Wochen nicht so wahrgenommen, weil wir wirklich intensiv arbeiten mussten. Ich hatte auch schon angenehmere Weihnachten, wenn ich das in dem Zusammenhang mal sagen darf. Und dementsprechend hatte ich keine Zeit, mir die Foren durchzulesen. Aber es gehört einfach ein Stück weit dazu, wenn man unpopuläre Entscheidungen zunächst mal mit einer Trennung von einem Trainer treffen muss und dann über einen gewissen Zeitraum einen Trainer sucht, dass man immer angreifbar ist und dass man immer kritisiert wird. Das ist einfach Teil des Jobs, den wir ausführen, und damit muss man leben. Teils ist es dann auch berechtigt, vieles ist dann aber auch gerade in Zeiten des Internets vielleicht ein bisschen arg unter der Gürtellinie. Dementsprechend gehört es nicht zu meinem liebsten Hobby, das zu lesen, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, was drinsteht. Aber das sind Dinge, damit muss man umgehen können, und davon unbeeinträchtigt muss man die richtigen Weichen für den Verein stellen, und zwar aus tiefster Überzeugung. Das ist natürlich meine Überzeugung. Möglicherweise hat der eine oder andere Vorstellungen. Respektiere ich, aber diejenigen, die Entscheidung treffen müssen, sind Martin Kind und ich in letzter Konsequenz. Und wir müssen überzeugt sein und wir müssen Entscheidungen treffen. Und das haben wir getan. In der dritten Reihe sitzt der Kollege vom SED, Dirk Köster, ist auf dem Weg zu Ihnen. Kleinen Moment bitte. Ja, noch eine Frage an Herrn Dufner. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte verlieren zur Zukunft von Mahmet Diouf, wie es bei ihm aussieht, ob er vielleicht doch noch geht im Winter oder ob Sie ihn halten wollen? Also die Situation ist vollständig unverändert von vor einem halben Jahr. Die Zeichen gehen dahin, dass er uns im Sommer verlassen wird. Es ist nicht vorgesehen, schon gar nicht jetzt in der Situation, in der man einen neuen Cheftrainer verpflichtet hat, einen sehr, sehr guten Stürmer abzugeben. Da würden wir Taifun Korkut sicherlich keinen Gefallen tun. Wir haben aber auch kein Angebot, was er in Erwägung ziehen würde, über das wir nachdenken könnten. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass er zumindest bis zum Sommer bleibt. Aber wir haben immer gesagt, wir versuchen ihn zu halten. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber dass die Signale eher auf Trennung im Sommer gehen, ist richtig. Aber momentan ist nicht vorgesehen, ihn im Winter abzugeben. Dann haben wir jetzt noch zwei Fragen. Die vorletzte kommt von Thomas Hiete vom Kicker. Herr Karko, da Sie auch Mirko Slomka alleine durch den Berater kennen, hatten Sie Kontakt zu ihm nach den ganzen Entscheidungen jetzt nochmal, oder werden Sie den Kontakt zu ihm suchen? Und zweitens, haben Sie auch schon Kontakt möglicherweise zu dem einen oder anderen Spieler gesucht in den vergangenen Tagen? Also zu Ihrer ersten Frage, ich habe direkt nach der Anfrage vom Dirk mit Mirko auch telefoniert. Muss sagen, es war ein sehr, sehr positives Gespräch, was mich auch sehr gefreut hat. Und habe ihn informiert, dass es so eine Anfrage gab. Er hat mir gratuliert erst einmal und hat natürlich dann auch seine Unterstützung mir angeboten, was ich auch toll finde. Und da ich ihn ja auch schon ein bisschen länger kenne, weiß ich auch, dass es wirklich ehrlich gemeint ist von seiner Seite. Und von daher war das jetzt nicht irgendwie negativ. Also es war ein richtig, richtig tolles Gespräch mit ihm. Und ich hoffe, oder ich werde ihn höchstwahrscheinlich zum Essen einladen müssen. So eine SMS habe ich bekommen. Also du musst mich zum Essen einladen von ihm. Das war gut. Und die zweite Frage war nochmal? Mit Spielern gesprochen. Klar, also ich werde natürlich mit Spielern reden, wobei ich natürlich schauen muss, wann ich das schaffe. Aber wichtig werden diese Gespräche sein, um einfach auch, wie ich schon immer auch vorher schon gesagt habe, das Gefühl der Mannschaft rauszubekommen. Ich glaube, da gibt es einige Spieler, mit denen man sich auch gut darüber unterhalten kann. Aber natürlich der Kapitän ist mit Sicherheit eine wichtige Ansprechperson für mich, und ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich auch das Gespräch mit ihm zu suchen, um einfach so ein Bild mir auch von der Mannschaftsseite zu machen. Mit der Bitte um Verständnis, dass wir jetzt nicht mehr berücksichtigen können, bildet den Abschluss unserer Fragerunde Christian Otto. Herr Korkut, wenn Sie denn als Co-Trainer von Mirko Slomka im Gespräch waren und sich mit ihm auch noch ausgetauscht haben, ja,
Wie haben Sie denn sein Schicksal in den letzten Tagen verfolgt und kann man da auch ein bisschen Mitleid haben oder verbietet sich das im Profigeschäft? Geht das eigentlich nicht? Mitleid? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, bis zur Anfrage war ich ja auch mittendrin. Also es wäre so gewesen, dass wenn der Mirko Slomka hier weitergemacht hätte, dann hätte ich auch in Hannover angefangen. Von daher war es am Anfang erstmal so ein bisschen, hoppa, jetzt musst du doch zu Hause bleiben. Also mein Gefühl auch. Deswegen natürlich auch keine Traurigkeit, aber einfach mal so gedacht, ja schade, dass es nicht geklappt hat. Und dann, nachdem die Anfrage kam, natürlich war das für mich wieder, hat sich wieder alles gedreht. Und plötzlich wurde es dann sehr, sehr interessant für mich und jetzt sitze ich hier. Okay, ich denke, dann hätten wir es bis hierhin. Taifun Korkut, herzlichen Dank, Dirk Duffner. Vielen Dank, danke Ihnen und euch für das Interesse an dieser Pressekonferenz. Wir laden nun alle Kamerateams und Fotografen noch zu einem zusätzlichen Motiv ein. Wir würden ins Stadion gehen mit Taifun Korkut und Dirk Duffner. Zunächst einmal vielen Dank, Trainingsstart unserer Mannschaft, wie schon geäußert, am kommenden Sonntag. 14 Uhr hier auf unserem Trainingsgelände.